Herzlich willkommen zurück zum Politik der Kunden mit der Alternative für Deutschland in der dritten Staffel. Es stehen an die Landtagswahlen im Saarland, die wir voraussichtlich natürlich gewinnen werden. Das ist quasi keine Koalition. Nicht wirklich. Also sag ich mal, die Koalition gefällt mir am besten. Nee, jetzt wird ohne mich geholfen. Ich wusste es! Scheißegal! Scheißegal! Ob du bist oder ha. Wenn du bist, musst du Eier legen können, wenn du ha. Moment. Nein, ich sehe jetzt nicht. So. War die Frau Storch nicht in Sachsen? Ja. Dann soll sie da auch bleiben. Ich habe halt doch nur irgendwie in meinem Hinterkopf ein Gedächtnis. Das mag man mir manchmal gar nicht glauben. Aber es soll wohl tatsächlich so sein, haben mir mal Ärzte gesagt. Landtagswahlen im Saarland. Jo, also in den Umfragen sah das doch ein bisschen knapper aus. Aber wir haben Prozente verloren. Nicht das wahrscheinlich Kleinstparteien, die sich reingeschmuggelt haben. Der Herr Glaser in Thüringen, sagen wir mal. Oder? Regieren wir das schon? Herr Glaser. So. Ich mache kein Minus, das sieht nur so aus. Dafür haben wir kein Geld und erneuerbare Energien sind der Tod. Stimmt dagegen, Leute. Stimmt dagegen, Leute. Stimmt dagegen, Leute. Dankeschön. Denn irgendwie möchte keiner mit mir koalieren, habe ich das Gefühl, woran das bloß liegt. Und sogar mit der MLPD koalieren, um zu regieren. Scheiße. Ein Saarland für uns. Können wir drüber machen. Ja, Pflicht. Ein Monat erstmal. Man muss ja langsam die Leute dran gewöhnen, dass in unserem Staat nun mal jetzt ein Rechtsstaat ist. Wie viele Prozent verlieren wir? Ich glaube, wir sind wieder an so einem Status, wo man nur sagen kann, verloren. Ich jetzt noch so viel gewinne. Wieder im ersten Staffelmodus bin, ist aber irgendwann auch mal vorbei. Wir haben es an die Spitze von Deutschland geschafft und jetzt sollen wir abkacken. Das ist irgendwie in meinem Interesse. Oh, ich. Landtagswahlen in Saxony. Da hatten wir schon bessere Ergebnisse, ja? Da hatten wir schon bessere. Scheiße! Ach du Heilige! Ich tu mir das. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, das Let's Play ist beendet. Das ist provisorisch. Das heißt, heute wird es noch ein zusätzliches Video geben. Freut euch drauf. Tschüss.